Strahlend blauer Himmel, sommerliche Temperaturen und viele Menschen in der Innenstadt. Plauen war an diesem 28. April wie gemalt. Doch das schöne Wetter war alles andere als Zufall. Das haben wir bestellt. Also soweit reichen meine Kompetenzen noch, dass ich das schon aufgrund meines hohen Alters, Eintrittsalters da oben bestellen konnte. Doch nicht nur das Angebot des ersten Themenmarktes auf dem Altmarkt lockte die Menschen in die Innenstadt. Nein, das Hauptaugenmerk lag auf diesem Gebäude. Unter dem Thema generationsübergreifendes betreutes Wohnen hat die Wohnungsbaugesellschaft Plauen zusammen mit dem Verein Wohn- und Lebensräume eine weitere Baulücke im Stadtkern von Plauen geschlossen. Einen Tag vorher wurde das Haus offiziell eröffnet. Sogar Sachsens Innenminister Markus Ulbich ließ es sich nicht nehmen, in die Spitzenstadt zu kommen. Ab dem 1. Juni werden hier die ersten Mieter, die insgesamt 28 Wohnungen beziehen. Alle Etagen sind dabei für Rollstuhlfahrer ohne Einschränkungen nutzbar. Betreut werden die Mieter von einem Vereinsmitglied. Er wird als Moderator hier im Haus arbeiten, die Leute zusammenbringen, was auch das Ziel dieses Projektes ist. Er wird mit den Leuten gemeinsam Freizeitaktivitäten organisieren und auch veranstalten. Und er wird auch etwas koordinieren, dass die Leute diese schönen Gemeinschaftsräume, die sie ja schauen können heute, gemeinsam auch nutzen können. Frühling, das bedeutet nicht nur Frühlingsgefühle. Vor allem für die Damen ist der Sonnenmonat Mai gut genug, sich und ihrem Körper etwas Gutes zu gönnen, wenn es nur eine Frisur oder Handtasche ist. Frühling, das heißt aber auch Spargelzeit. Das Deutsche Rote Kreuz kam den Freunden des edlen Gemüses zu Hilfe mit einem Einsatz in der Feldküche. Hier schälte der Chefkoch persönlich den Spargel. Frisch sollte er sein, der Schäler sollte scharf sein und man sollte ihn nicht tot kochen, also allerhöchstens 10 Minuten. Sein Lieblingsrezept und auch das vieler Vogtländer. Spargel mit Sauce Hollandaise oder brauner Butter. Wem die Sonne an diesem Tag zu heiß war, der flüchtete in den Schatten oder suchte die Nähe zum kühlen Nass. Und wer an diesem Tag etwas anderes vorhatte, hat das Jahr über oft noch die Chance. Denn noch bis zum Herbst finden auf dem Plauener Altmarkt die verschiedensten Themenmärkte statt. Und ein Marktbummel lohnt sich immer.